Hallihallo, ihr Lieben da draußen. Hier ist die Andrea vom Liebeskartenblick. Heute mal wieder mit einer wöchentlichen Legung, die zeitlos ist und wo wir einfach deine Liebesgeschichte anschauen wollen. Und zwar geht es da um Tendenzen, um Möglichkeiten, um Herausforderungen. Und es darf erstmal jeder mitmachen. Es ist noch kein konkretes Thema da. Ich versuche auch die Legung immer so allgemein wie möglich zu halten, beziehungsweise so auszulegen, dass sie jeder mitnehmen kann in jeder Situation. Wichtig ist, dass du halt dein Thema mit reinbringst, dass du eigenverantwortlich und intuitiv mitarbeitest, dass du das Ganze auch spielerisch nimmst und ehrlich mit dir bist. Also spielerisch deswegen, weil ich hier eine Basis biete, einen Rahmen, wo ich eben diese Legungen anbiete, die ich so allgemein wie möglich lese, damit du dein Thema selber reinbringen kannst, damit spielen kannst, gucken kannst, was kann ich rausnehmen, was ist für mich jetzt adäquat, woraus kann ich lernen, ne, was kann ich für mich gebrauchen, damit ich meinen Weg konstruktiver weitergehen kann. Darum geht es letztendlich. Und deswegen ist es wichtig, dass du intuitiv bist, selbstverantwortlich und ehrlich mit dir selbst. Ja, das ist das, was ich immer sage. Und heute habe ich hier drei Tierdecks, die sehr unterschiedlich sind. Und das, weil ich dich liebe, Kartendeck. Und ich biete ja, wie immer, habe ich ja gesagt, glaube ich, eine Themen- und eine Zeitqualitätskarte an und eben drei Karten zum Aussuchen, drei Stapel. Und genau, ich würde sagen, wir fangen jetzt dann mal an mit der Zeitqualitätskarte, die ein Thema ist. Und da haben wir heute das, weil ich dich liebe, Deck von der Susanne Hühn. Das ist ein Deck, was für Co-Abhängigkeit ist. Das ist aber dann deswegen nicht das Hauptthema Co-Abhängigkeit, wenn es geht jetzt nicht um die Co-Abhängigkeit an sich, sondern es geht darum zu gucken, was in deiner Geschichte, ja, auf was man zu achten hat. Und es kann dann auch ein Single sein. Es kann auch ein Mensch sein, der jetzt vielleicht nicht dein Liebesgefährte ist, sondern ein familiäres Mitglied oder ein Freund oder dein Arbeitskollege, den du halt sehr sympathisch findest. In dem Fall, es geht schon um eine Sympathie. Und genau, das ist das, um was es geht. Und ich versuche jetzt so zu lesen, dass es eben auch für Menschen geht, die eben in keiner Verbindung sind, die vielleicht in jemanden verliebt sind, aber noch nicht zusammen oder eben auch Single sind. Ja, das ist dann, weil es, die Karten kann man auch sehr geil für sich selbst legen. Das habe ich gerade gemacht in einer Seelenreading, weil da ging es um den weiblichen Anteil und da war es. Da kamen sehr geile Sachen raus. Okay. Weil ich dich liebe, lasse ich all die Spielchen sein, die sich auch bei großer Achtsamkeit immer wieder einschleichen können und zeige mich dir in meiner Wahrheit kühn und authentisch. Also hier geht es um die Authentizität. Hier geht es darum, dass du dich dir selbst, wenn du jetzt keine Verbindung hast, oder deinem Gegenüber authentisch zeigst. Weil nur wenn du dich authentisch zeigst und in deiner Wahrheit und wenn du auch authentisch kommunizierst, sage ich mal, und die Wahrheit kommunizierst und keine Spielchen spielst, dann kann auch eine konstruktive Beziehung gelebt werden. Dahinter steckt ja oft die Angst, dass man falsch ist, ja, dass man dass der andere einen vielleicht nicht mag, wenn man eben authentisch ist. Und dass er einen vielleicht sogar auch verlassen kann. Oder wenn du Single bist, dass dich dann kein anderer mag. Deswegen ziehst du vielleicht immer eine Maske auf. Mal eine Maske aufsetzen, ist jetzt sehr witzig, weil wir ja gerade alle Masken aufziehen müssen, aber mal eine Maske aufsetzen ist gut, aber das solltest du dann bewusst machen und dann auch mit dieser Maske spielen. Ja, das ist dann wieder was anderes, wenn du aus der Freude heraus eine Maske aufsetzt und dann damit spielst. Aber wenn du das unterbewusst machst oder aus Angst, weil du glaubst, dass du nicht geliebt wirst, dann ist das nicht so konstruktiv. Und darum geht es jetzt, dass du deine Authentizität in deiner Liebesgeschichte lebst. Und das kannst du jetzt machen, egal in welcher Verbindung du bist oder in welcher Situation. Wir gucken dann einfach jetzt hier bei den Stapeln nochmal nach, ob es hier noch irgendwie mehr Input gibt. Ja, und da lade ich dich jetzt auch ein dazu. Ich habe hier drei Tier-Tarot-Decks. Ich habe hier das Magical Forest Tarot, das Animal Wisdom Tarot und das White Sage Tarot. Das ist nicht ganz alles Tier hier, aber egal.
Und genau, du bist herzlich eingeladen, dir einen Stapel auszusuchen, eins, zwei oder drei. Du darfst dich jetzt entscheiden. Okay, ich würde sagen, dann machen wir jetzt weiter. So, und dann haben wir hier jetzt das Magical Forest Tarot. Das ist ein bisschen speziell hier, weil die Tiere teilweise ein bisschen gruselig aussehen, weil die Augen ein bisschen rausquellen. Aber damit kann man sehr geile Readings machen. Und ich möchte dich jetzt auch noch mal darauf hinweisen, dass es eben ein allgemeines Reading ist und dass eben vielleicht nicht jeder damit konform geht. Und dann, wenn das bei dir jetzt so ist, wenn du merkst, das ist nicht dein Reading, du solltest halt, wie gesagt, intuitiv und selbstverantwortlich damit umgehen, dann leg die Legung einfach weg. Sei nicht traurig oder böse oder wie auch immer. Such dir eine andere Legung aus oder im Internet oder buch eine private bei mir. Geht natürlich auch. AndreaWirk.com ist meine Webseite. Da findest du die Daten für WhatsApp und Telegram. Das ist mir am allerliebsten. Ich muss mal den Tisch hier irgendwie, der wackelt. Das ist mir am allerliebsten, ne? Über WhatsApp und Telegram. Okay, dann wollen wir jetzt mal anfangen. Hier haben wir, wow, die 6 der Stäbe, die 5 der Schwerter, die 6 der Münzen, die Königin der, nee, der König, der Ritter der Kelche, das Schicksalsrad, bei dir liegt auf alle Fälle eine Veränderung an. Wir haben ja den König der Kelche und den Turm. Ja. Und das ist das Ergebnis. Also bei dir klopft ein, oder das Ergebnis, was vielleicht jetzt schon in die Gegenwart geht, bei dir klopft einer an. Bei dir klopft ein Mensch an, der bei dir rein will und der bricht bei dir aber alles zusammen. Der bricht bei dir alles auf. Und du fühlst dich gerade sehr geil. Du fühlst dich gerade, als ob du gesiegt hast letztendlich. Das ist sehr witzig, weil wir haben ja die Karte Sieg. Das ist der Erfolg und der Sieg. Und daneben liegt die Karte der Niederlage. Und wir haben hier die 6 der Münzen, die mir auch immer sagt, ob das ist die Augenhöhe-Karte. Und ich habe so das Gefühl, du bist in deiner Situation vielleicht nicht wirklich authentisch und du glaubst, dass du, weil du eben dich nicht in deiner Authentizität zeigst, sondern was vorgibst, was du gar nicht bist, ja, und weil du auch nicht achtsam mit dieser Geschichte umgehst, du glaubst, du bist auf dem Siegespfad. Und eigentlich möchtest du auch gewinnen. Du möchtest wahrscheinlich auch diesen Menschen hier gewinnen. Aber du kannst ihn nicht gewinnen. Du wirst eine Niederlage eingehen, wenn du dich nicht in deiner wahren Authentizität zeigst und diesem Menschen deine wahre Liebe präsentierst und deine wahre Authentizität und deine wahre, ja, so wie du eben bist. Weil das Interessante ist, der Ritter der Kelche ist eigentlich jemand, der einem schon auch die Liebe entgegenbringt. Du hast es tief, also du hast den Wunsch oder du machst es vielleicht auch unterbewusst schon, du bringst diesem Menschen, zeigst ihm die Sympathie und die Liebe, aber du zeigst sie ihm nicht authentisch. Der Ritter der Kelche kann eben auch spielen. Und du spielst gerade so ein bisschen mit deinem Gegenüber. Und wenn du nicht aufpasst und nicht auf Augenhöhe mit ihm gehst und ehrlich mit ihm bist, weil er gibt dir wahre Gefühle gegenüber, also da ist eine gegenseitige Sympathie, ja, oder Liebe, dann bricht alles zusammen. Und dein Potenzial ist letztendlich, dass du bist der Schöpfer deiner Veränderung letztendlich. Du hast es in der Hand, wie diese Geschichte ausgeht. Ob alles zusammenbricht oder ob es Erfolg hat. Und das hat dann Erfolg, wenn du dich in deiner ganzen Größe, in deiner ganzen Wahrhaftigkeit zeigst. Das sagen mir diese Karten. Ja? Also sei ehrlich mit dir. Vielleicht bist du dir gegenüber auch gar nicht ehrlich.
Sei ehrlich mit deinem Gegenüber. Auch was die Sympathie oder Liebe oder was auch immer betrifft. Und begegne ihm auf Augenhöhe. Es hat keinen Sinn, irgendwelche Spielchen zu spielen, nur damit man gut dasteht. Du wirst Erfolg haben, wenn du achtsam mit der Situation umgehst, wenn du achtsam mit dir umgehst, achtsam mit deinem Gegenüber und authentisch. Dann wird die Sache gut ausgehen. Dann bricht vielleicht auch was auseinander, aber eher im positiven Sinne, ja, weil dann bricht vielleicht dein Herz auf und du kannst deine wahren Gefühle zeigen. Kann natürlich auch sein, ja. Also der Turm ist nicht immer negativ. Und ja, also es geht hier wirklich um Ehrlichkeit. Und wenn du jetzt Single bist, dann geht es darum, dir selber ehrlich gegenüber zu sein, dass du vielleicht doch wieder ein Gegenüber möchtest und dass du dich dann auch authentisch in der Öffentlichkeit zeigst, damit dein Gegenüber dich auch erkennen kann und weiß, oh, das ist der Mensch, mit dem ich jetzt zusammen sein will und ich empfinde was für ihn und der kann dann erst auf dich zukommen, wenn du authentisch und achtsam mit dir umgehst. Dann geht das erst. Ja. Und wenn du jemanden toll findest und aber noch gerade so gedatet hast oder noch nicht gedatet oder wie auch immer, dann geht es auch darum. Es geht darum, dass du nicht spielst, sondern dass du wirklich ganz ehrlich, offen und frei mit der Situation und der Liebe oder der Sympathie oder wie auch immer umgehst und dich mit diesem Menschen auf Augenhöhe begibst. Dann erst kann sich was in dieser Situation, in deiner Liebesgeschichte ändern. Ja, das ist die Situation. Okay. Was legen wir denn jetzt noch? Ich habe hier ja auch noch die süßen kleinen spanischen Oráculo de la Esperanza Karte, die eine ganz hässlichen, die hinten ganz hässlich aussehen, aber die total süß sind. Wollen wir mal gucken, ob die noch einen Advice geben. Hoffnung, ui, das sind zwei. Und Harmonia. Da möchte ich jetzt aber noch eine Karte. Das ist ein bisschen langweilig. Ich weiß, dass es hier auch noch ein paar Karten sind, die ein bisschen. Ja, da haben wir die abbrennende Sache. Das ist die, ja, die Lehre sozusagen, das, was man lernt. Du darfst jetzt, lernen. Du darfst jetzt lernen, ja, wirklich auch zu dir zu kommen. Du darfst jetzt wirklich lernen, in diese Authentizität zu kommen, weil dann bist du letztendlich auch bei dir angekommen. Dann kannst du Situationen harmonisch durchlaufen, wie zum Beispiel diese Situation, und du bist auch dann in Harmonie. Und Esperanza, damit kann ich nicht so viel anfangen, sage ich ganz ehrlich, weil Hoffnung ist ein Wort, ist ein Gefühl, mit dem kann ich nichts anfangen. Das lasse ich jetzt einfach mal offen, die Hoffnung. Du kannst selber gucken, ob du da die Karte mit integrieren kannst. Ich für mich, Hoffnung habe ich kein Gefühl dazu, zu diesem Wort, zu diesem Begriff. Ich würde sie jetzt einfach als positive Karte sehen, dass du, wenn du das jetzt angehst, dass alles gut wird. Ja, so würde ich das jetzt einfach mal interpretieren. Aber du kannst Hoffnung für dich auch anders interpretieren. Also wenn du jetzt wirklich in die Lehre gehst und lernst, authentisch dich zu zeigen, grundsätzlich, aber auch eben in dieser Situation, dann wird alles gut werden. Dann wird auch das gut werden, dass dieser Mensch, ja, dass ihr eben vielleicht auch ein Paar werdet oder dass eure Verbindung euch sich verbessert und dann oder dass du auch bereit bist, dann, wenn du Single bist, wieder auf einen Menschen zuzugehen. Ja, also dann wird einfach alles gut werden. Dann kommt alles in Harmonie, so würde ich das jetzt mal interpretieren. Das ist eine unheimlich schöne Legung, die ein bisschen destruktiv anfängt, finde ich, aber wenn du wirklich achtsam mit dir bist und ehrlich mit dir und dich authentisch zeigst, dann kannst du deine Liebesgeschichte managen, egal was da jetzt drin ist, und letztendlich auch dein Leben verändern und dich selbst auch verändern, weil du im Moment scheinbar ja auch nicht authentisch dich zeigst, zumindest in Sachen Liebe, ja.
Okay, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Kurz und schmerzlos. Wenn du hier noch Fragen hast oder irgendwie noch Input brauchst oder eine Legung möchtest, dann darfst du mich natürlich gerne anschreiben. AndreaWirk.com ist meine Webseite. Da findest du meine Daten von Telegram und auch von WhatsApp, weil das ist mir am allerliebsten, dass du mich da über dieses Medium anschreibst. Okay? Ja, und ich danke euch allen sehr fürs Mitmachen und ich wünsche euch alles, alles Liebe. Und wenn du jetzt hier in irgendeiner Form damit konform gehst und Input rausholen konntest, dann kann ich dir nur sagen, mach was draus, weil du wirst in absolute Harmonie kommen, auch mit deiner Liebesgeschichte und vielleicht sogar auch mit deinem Gegenüber. Ja, okay, das war's, alles Liebe, tschüss. Hallihallo, ihr Lieben, vom zweiten Stapel. Das ist jetzt das Animal Wisdom Tarot. Und wollen wir mal gucken, was bei dir jetzt so los ist in Bezug auf deine Authentizität in deiner Liebesgeschichte, auf deine Achtsamkeit und auf deine Spielchen, die du spielst. Und ich will ja immer, ja, ich sage ja immer noch ganz gern jetzt, dass du bitte genau hinfühlst, ob es dein eben die Legung ist, ob du konform damit gehst. Wenn du spürst, du gehst jetzt überhaupt nicht damit konform, kannst auch noch nicht mal Input rausholen, dann, die sind immer alle doppelt hier, die Karten, dann leg die bitte weg, die Legung, weil es ist eine allgemeine Legung und eine allgemeine Legung, die kann natürlich nicht immer stimmen, ne, auf jeden. Und dann such dir dann einfach eine andere Legung aus dem Internet, ne? Da sind so tolle Legungen, da ist auch eine für dich dabei. Genau, und wollen wir mal gucken, ob das jetzt überhaupt hier mit dir stimmig ist. Oh, wir haben hier die Motte. Das ist der Tod. Wir haben die sieben der Kelche. Wir haben die Katze. Das ist hier der Wissende, das Geheimnis sozusagen, die neun der, ja, Baby, die neun der Kelche, oh, den Wolf, die neun der Fossilien und den Rakun, den Seher der Fossilien. Das ist ein Bube der Münzen und den hatte ich ja jetzt auch noch. Mal gucken, was das ist. Wow, das bringen wir hier hin. Also, Baby, du hast ein Riesenpotenzial, in deine Authentizität zu kommen. Das ist für mich hier die Neun der Fossile, also der Münzen, weil die Neun der Münzen ist für mich immer auch ja, das Selbstbewusstsein, also sich Selbstbewusstsein und eben dahin kommen, wo man hingehört letztendlich, auf der irdischen Ebene sogar. Ne? Das ist ja hier das Irdische, das Fossilien-Ding. Und das Ergebnis ist letztendlich, dass du vielleicht, ja, dass du eigentlich in der Liebesgeschichte zu deinem Glück kommst und das Glück mit anderen auch teilen kannst. Wir haben ja den Buben, das ist jetzt nicht unbedingt ein Mensch, der auf dich zukommt, aber es ist ein Angebot. Also hier kommt ein Angebot auf dich zu, dass du ins Glück kommst, sozusagen, ja. Auf der irdischen Ebene, also in der irdischen Welt, auf der Herzebene, sagen wir es mal so. Aber du hast hier noch ein bisschen Arbeit, nämlich du darfst in deine Authentizität erstmal kommen, weil dein tiefstes Inneres schreit danach, dass du dein Leben authentisch lebst und ehrlich und natürlich auch spielst. Das ist hier die Neun der Kelche, aber dass du auch ehrlich bist. Also man kann spielen und gleichzeitig ehrlich sein. Also es gibt eben diese subtilen Spielchen, es gibt diese Spielchen aus der Bedürftigkeit heraus, aber es gibt Spielchen, die man aus der Bewusstheit heraus macht, um eben mit dem anderen ja, auf Augenhöhe, sage ich mal, zu spielen. Ja, also das ist dann eher so wie Flirten vielleicht oder wie Shakern. Oder wie, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Aber was du halt im Moment anscheinend machst, sind subtile Spielchen und deine Seele möchte das eben nicht mehr. Deine Seele möchte eigentlich, dass du sie liebst, also dass du in die Selbstliebe kommst. Das ist so dein tiefster Wunsch, dass du in die Selbstliebe kommst. Das ist für mich so ein Stück weit auch das gefühlsmäßige Nachhausekommen, also die Selbstliebe, dass du eben auch lernst,
mit dir selber, dass du dir selber genügst, letztendlich, auf der Gefühlsebene. Und dazu darfst du eben ein Stück weit transformieren, nämlich das Alte loslassen. Und das Alte ist letztendlich bei dir die Bedürftigkeit. Und du bist jetzt an einem Punkt, wo du eben dahin kommst. Sonst wärst du jetzt nicht auf die Legung gestoßen, beziehungsweise wenn du natürlich jetzt nicht an diesem Punkt bist, ist es natürlich nicht deine Legung. Oder schau einfach mal hin, wo stehst du? Bist du jetzt an einem Punkt, wo du vielleicht das Ding loslassen möchtest, dass du immer nur dir die Liebe von den anderen holen möchtest und dass du deswegen in einer Bedürftigkeit bist, geliebt zu werden und dass du deswegen vielleicht auch Verlustängste hast? Ja, und vielleicht hast du deswegen auch das Gefühl, du weißt nicht, was du tun sollst, weil du zu viele Möglichkeiten hast. Vielleicht werden dir sogar viele Möglichkeiten angeboten der Liebe, kann natürlich auch sein. Das ist hier so. Oder du glaubst, dass das, was du liebst in deiner Liebesgeschichte, was da ist, dass es eben eine Illusion ist. Also du weißt vielleicht auch gar nicht, was ist Illusion und was ist Wahrheit in deiner Liebesgeschichte. Und das ist aber deswegen so, weil du selber nicht weißt, was ist Illusion bei dir und was ist die Wahrheit. Und deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass du Innenschau hältst ein Stück weit und dass du dass du genau reinfühlst, wer du bist, was du bist und dass du eben etwas bist, nämlich dass du auch Liebe bist, ja? Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, was ich hier sage. Und dass du die Liebe, die du brauchst, vielleicht, dass die in dir drin ist und dass du dir erstmal selber genügen kannst. Und das sind nämlich diese beiden Karten hier. Und das ist dein tiefster Herzenswunsch und das geht auch mehr in die Gefühlsebene und das ist dein Potenzial, was du dann letztendlich nach außen lebst. Und dazwischen hängt die Transformation letztendlich. Das, was sterben darf. Und es darf jetzt dein altes Sein, also dein altes Ich sterben, sage ich jetzt mal, was du bis jetzt gelebt hast und was vielleicht aus einer Bedürftigkeit heraus immer gespielt hat. Und es darf jetzt dein neues Ich geboren werden, nämlich dein wahres Ich, was nicht mehr spielen muss, wenn spielen, dann nur auf der bewussten Ebene, weil es eben weiß, wer es ist und weil es eben sich selbst genügt. Und wenn man sich selbst genügt und wenn man sich selbst so weit liebt, dann braucht man keinen anderen Menschen, der einen liebt. Es tut zwar gut, wenn dann jemand da ist, der einen liebt, aber man braucht es nicht mehr. Man kann dann im letztendlich, das ist dann letztendlich sowas wie dieses Bedingungs- und Erwartungsfreie. Man kann dann aus der Freude heraus, weil man sich selber liebt, mit anderen die Liebe feiern. Und da kommst du dann letztendlich hin. Und ist aber dann ein langsamer Weg, weil der Bube der Münzen ist natürlich auch einer, der ein bisschen langsamer ist, der ein bisschen. Das darfst du dann letztendlich entdecken. Er ist auch so ein Entdecker. Und das wird dir letztendlich aber auch entgegengebracht. Also, das sind jetzt drei Aussagen aus der Karte. Also, dir wird dabei auch geholfen, dass du das eben leben kannst mit jemandem. Diese Liebe auch zu feiern und dadurch kann die Liebe auch wachsen, aber du kannst erst dahin kommen, wenn du bei dir anfängst, wenn du gelernt hast, dich selbst auch ein Stück weit zu lieben. Und das ist letztendlich dann auch die Katze hier, das ist nämlich die Hohepriesterin und die ist ja sehr intuitiv und das ist auch die Wissende der Geheimnisse und dein Geheimnis ist letztendlich das, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass deine Seele ihr wahres Sein leben möchte, dein wahres Sein, dein wahres Menschensein. Und dazu gilt es aber auch, wirklich auch, sie schaut auch in sich, sie ist intuitiv, sie guckt genau hin bei sich und sie guckt auch hin, wie soll ich sagen, sie kennt das sowohl als auch. Bei ihr gibt es kein Entweder-Oder. Also bei ihr gibt es nicht Schwarz oder Weiß, sondern bei ihr gibt es alles. Bei ihr ist das Leben vielfältig, bunt. Ja, existiert alles. Sie kann Polarität und Dualität vereinen. Das ist eben wie soll ich sagen, eine neue Qualität hat. Das heißt,
Bei der Innenschau und bei dem sich selbst finden, geht es nicht darum, jetzt alles auszulöschen, was jetzt eher in Anführungsstrichen dunkel ist oder was dich behindert, sondern es gilt, es anzuschauen. Es gilt eigentlich alles erstmal, was in dir ist, anzuschauen, das sogenannte Positive als auch das Negative. Und alles auch in gewisser Weise anzunehmen und auch in gewisser Weise zu lieben. Und wenn du das geschafft hast, dann kommst du immer mehr bei dir an und kannst dich nämlich immer mehr lieben, weil du deine Ganzheit auch liebst. Auch die Dinge, die eben vielleicht nicht so schön sind, die darfst du auch lieben und annehmen zumindest. Also auch deine Schatten. Und wenn die dann aber irgendwie sich auflösen, weil sie dann keine Lust mehr haben, dich zu ärgern, weil du ja das alles angenommen hast, dann ist auch gut, wenn sie von selbst gehen. Aber es ist nicht wichtig, dass du sie auslöscht, sondern es ist einfach wichtig, dass du weißt, was in dir drin ist. Zum Beispiel die Verlustangst. Du weißt, dass sie da ist und lernst damit umzugehen, dass du dich von ihr eben nicht beeinflussen lässt von der Verlustangst, dann Spielchen zu spielen, damit du letztendlich geliebt wirst oder damit letztendlich dein Gegenüber bei dir bleibt, ja? Verstehst du, was ich meine? Es gilt nicht, diese Dinge auszulöschen, sondern es gilt zu wissen, dass sie da sind und damit zu lernen, umzugehen. Und das ist hier letztendlich diese Legung. Und dann weißt du auch, was ist Illusion und was ist Realität, beziehungsweise was ist ein Traum, den du träumst und den kannst du dann vielleicht auch in die Realität bringen, ja? Weil du dann nämlich die Stärke dazu hast. Weil du weißt, wer du bist, weil du dich selbst liebst und weil du das auch in die irdische Welt lebst und dann auch nicht mehr diese Bedürftigkeit hast, geliebt zu werden, und dann kannst du ganz frisch, fromm und frei auf die Menschen zugehen. Und es ist jetzt egal, um wen es geht. Vielleicht geht es ja auch einfach um ein familiäres Mitglied oder um Freund oder um Arbeitskollegen. Dann kannst du mit demjenigen die Liebe feiern, ja. Mit dem, um den es bei dir jetzt hier geht in der Liebesgeschichte. Wobei es ist ja die Liebesgeschichte, dann geht es wahrscheinlich schon um den Liebespartner. Und da werde ich jetzt hier nochmal, werde ich hier mal die True Love irgendwas Karten ziehen. Mal gucken, ob hier noch ein Advice kommt. The Rainbow River, Reviver. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was es ist. Ich muss gerade mal schnell gucken. Ich habe mir hier immer alles übersetzt. Wenn ich wüsste, wie das ist, das hier unten. Ja, hier haben wir es schon. Das habe ich mir jetzt natürlich nicht übersetzt. Ja, hier steht, also ich weiß gerade nicht mehr, was Reviver heißt. Das habe ich mir blöderweise nicht übersetzt. Aber hier steht, dass wenn man sich von innen heraus gut fühlt, dann ist es egal, was im äußeren Leben passiert. Ja, wenn du dich von innen heraus wohlfühlst, dann ist es auch egal, ob dein Herzmensch dir Liebe entgegenbringt oder nicht, dann kannst du damit umgehen. Und wenn du dich von innen heraus wohlfühlst, dann bist du auch nicht mehr bedürftig letztendlich. Das ist das, was ich auch hier schon gesagt habe, ja. Es geht also immer darum, wie du dich innen fühlst. Dann kannst du mit dem Außen dementsprechend umgehen und kannst auch authentisch sein mit dem Außen und mit dir selbst natürlich und brauchst nicht zu spielen. Und das sagt letztendlich auch diese Karte. Und wenn du dich im Innen wohlfühlst, dann ist meistens das Außen auch schön, nämlich so. Und dann wird das Außen, wird es generell auch immer schöner, weil du auch gar nicht mehr dieses Hässliche, dieses Unschöne siehst eigentlich, weil du nimmst es dann auch gar nicht mehr wahr, weil dir geht es im Innen ja gut. Und das sagt die Karte letztendlich, ja. Vielleicht heißt es die Regenbogenschaukel. Ich weiß nicht, was Reviver heißt. Naja, auf alle Fälle sagt die Karte eigentlich im Prinzip das, was ich hier schon gesagt hatte, weil es ging ja darum, dass du dich im Innen wohlfühlst, dass du dich selbst liebst und dass du genau, und dass du dann eben authentisch, wenn du authentisch bist, dass du das dann auch alles gut wird. Und ich möchte hier noch von den kleinen El Oráculo de Esperanza Karten ziehen. Das sind spanische kleine süße Hoffnungskarten.
Paz und Belleza, das heißt Frieden und Schönheit, und du kommst dann wirklich bei dir an. Du kommst bei dir an, wenn du jetzt diesen Prozess durchläufst und wirst dann auch adäquat in deiner Liebesgeschichte das leben können, was Freude macht, wenn du eben aus dieser Bedürftigkeit rausgehst und aus deinen Spielchen und achtsamer wirst und authentischer. Und das geht eben nur, wenn du dich diesem etwas tieferen Prozess stellst. Und wenn du damit Probleme hast, es allein zu tun, dann hol dir ruhig auch professionelle Hilfe. Es gibt super geniale Coaches, es gibt super geniale Therapeuten. Wenn du magst, kannst du mich auch anschreiben. Ich berate auch ganz gerne. Ich mache zwar jetzt nicht so ein ganz intensives Coaching, aber ich kann gerne beraten und dich ein bisschen durchführen. Ich kann dir auch ein, wie nennt sich denn das, Reading machen, ne, wenn du hier nochmal genauer was wissen möchtest. Und andreawirk.com ist meine Webseite. Ja, da findest du meine Daten von WhatsApp und Telegram. Und es ist mir auch am allerliebsten, dass du mich über dieses Medium anschreibst. Okay? Okay, dann würde ich sagen, das war's. Ich danke euch allen sehr, dass ihr mitgemacht habt. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe. Tschüss. Hallihallo, ihr Lieben, vom dritten und letzten Stapel. Das ist das White Sage Tarot. Da wollen wir mal gucken, was bei dir so los ist bezüglich deiner Authentizität, deiner Achtsamkeit und deiner Spielchen, die du so in deiner Liebesgeschichte treibst. Und wie immer ist es mir noch wichtig zu sagen, dass du eben bitte genau hinschaust, ob du auch hier mit dieser Legung konform gehst, ob du wirklich auch Input rausholen kannst. Und wenn du keinen Input rausholen kannst, dann leg die Legung weg, weil das ist eine allgemeine Legung, sei auch nicht traurig oder böse oder was auch immer. Das ist eine allgemeine Legung und die kann natürlich nicht auf jeden zutreffen, ist ja logisch. Und dann such dir im Internet einfach eine andere Legung aus. Irgendwie wollen die noch raus. Da ist garantiert auch eine für dich. Okay, so, dann machen wir hier vielleicht auch noch ein Stückchen runter, dann sieht man die Karten besser. Warte, dann muss ich ja so hinlegen, la la la. Okay, wollen wir mal gucken, was bei dir los ist. Du bist bestimmt schon neugierig. Oh, wir haben hier den Chariot. Wir haben hier die 10 der Kelche. Wow, wir haben hier den Mond. Oh, und wir haben die 7 der Schwerter. Den Kelch der. Den Kelch der Ritter, den Ritter der Kelche und die Hohepriesterin, die hatten wir gerade auch schon. Dann legen wir hier noch eine Karte hin. Wow. Und hier. Also, Baby, bei dir kann ich hier oben schon mal sagen, kommt jemand auf dich zu. Du hast das Potenzial, da ist jemand. Vielleicht bist du ja auch in einer Verbindung, dann ist sowieso jemand da. Da ist jemand, der dir Liebe entgegenbringt, aber du bist da noch nicht bereit zu. Du bist noch wie wenn du, ja, du nimmst es noch nicht wahr. Du nimmst vielleicht, also wenn du in der Verbindung bist, nimmst du noch nicht wahr, dass da wirklich das ernst gemeint ist und ehrlich gemeint ist und dass der Mensch vielleicht sogar auch dich authentisch und achtsam liebt. Und wenn du jetzt in keiner Verbindung bist, nimmst du den Menschen nicht wahr, der eigentlich auf dich zukommen möchte. Oder vielleicht ist er auch schon auf dich zugekommen und wirklich mit dir auch dich liebt und dir das auch zeigen möchte. Das ist das Potenzial. Das Ergebnis ist letztendlich Schnelligkeit und die Hohepriesterin. Und ich würde fast sagen, da möchte ich aber noch eine Karte legen. Ich fange immer von hinten an, wie beim Bücherlesen, da fange ich auch immer von hinten an. Wow, lauter Pagen. Der Ritter, der, warte mal, das ist der Bube der Schwerter und der Bube der Stäbe. Also hier, ja, also das Ergebnis ist, dass du das wahrscheinlich dann auch lebst mit diesen Menschen und zwar auf wunderschöne Art und Weise. Das Ergebnis ist, du kannst es. Also das Ergebnis ist letztendlich, dass es ganz schnell dann reinkommt, ja, dieser Mensch und dass du dich auch ganz schnell entscheidest und ihr, ja, dass da auch wirklich eine klare, leidenschaftliche, neugierige, sehr intuitive und tiefe Verbindung gelebt werden kann. Ja, die auch aufrichtig ist und die wird dann so richtig geboren.
Ne, das ist hier das Sakralchakra. Nee, warte mal, das ist das. Nee, das ist das Sakralchakra. Das heißt, es ist also da, wo die Gebärmutter ist. Also hier hast du ein Riesenpotenzial mit einem super tollen Ergebnis, wenn du das hier machst. Und eigentlich sind hier die Karten auch gut, weil bei dir möchte was raus, da möchte was gelebt werden in Harmonie. Und zwar du selbst wahrscheinlich. Weil der Mond sagt mir so ein bisschen, dass es um dich geht, dass es um deine tiefsten Ängste geht, dass es um deine Träume auch geht, dass es um alles geht, was eben noch so ein bisschen verworren ist. Und deswegen kannst du auch wahrscheinlich nicht klar und achtsam in deiner Liebesgeschichte umgehen, weil du selbst mit dir noch ein Thema hast. Und diese 7 der Schwerter sagt mir nämlich auch, dass du nicht ehrlich umgehen kannst mit dir. Das hängt bei dir hier ganz tief drin. Das ist wie so eine Art Glaubensmuster, wie so eine Art Schatten, würde ich fast sagen. Und das darfst du dir nochmal angucken. Ja, das ist so ein bisschen hier auch der Mond. Ich weiß gar nicht, was der Mond für ein Chakra hat. Ja. Die 9 der Kelche sagt mir, wir haben hier die 10 der Kelche, was ist auch ein bisschen das Potenzial ist, eben die Liebe auch im Außen mit jemandem zu teilen, zu leben. Und die 9 der Kelche ist so ein bisschen die Eigenliebe, also in dem Fall jetzt. Und die ist bei dir aber noch nicht greifbar. Auch das sowas Ähnliches hatte ich schon in der zweiten Legung. Hier geht es um die Eigenliebe, weil so, wenn du dich nicht selbst lieben kannst, wenn du dich nicht selbst respektieren und akzeptieren kannst und annehmen kannst, so wie du bist, auch mit deinen Schatten, dann kannst du auch nicht wahrhaftig die Liebe leben in deiner Liebesgeschichte. Dann spielst du Spielchen. Das ist der Punkt, wo du anfängst, Spielchen zu spielen, und zwar subtil. Und du vielleicht merkst du es auch noch nicht mal. Weil hier steht ja auch, dass du eben die Spielchen sein lassen willst, auch die sich auch bei großer Achtsamkeit immer einschleichen. Und das sind dann die subtilen Spielchen, weil du sie ja gar nicht merkst, wenn du achtsam bist. Und bei dir gilt es jetzt wirklich nochmal genau hinzuschauen. Und es geht meiner Meinung nach hier um die Eigenliebe, und die möchte gelebt werden. Das heißt, du darfst jetzt Innenschau machen, ja. Du darfst mit dir arbeiten im Innen. Und ich gucke gerade noch mal, was der Mond für ein Chakra hat. Ist natürlich auf der anderen Seite. Das Sakral, ja, Fische Sakral, dachte ich mir schon. Ja. Hier ist auch das Sakralchakra. Also wir haben hier zweimal Sakralchakra und hier haben wir auch Sakralchakra. Es hat sehr viel mit deiner Weiblichkeit vielleicht auch zu tun. Ja, also vielleicht bist du in deiner Weiblichkeit verletzt worden. Es ist jetzt auch egal, ob du männlich oder weiblich bist, weil die Hohepriesterin ist auch weiblich, wobei die ist hier, glaube ich, das Kronenchakra. Wir haben hier auch zwei oder dreimal das Kronenchakra. Ja, also was ist denn eigentlich der Wagen? Solarplexus, ja. Sehr spannend. Also hier geht es wirklich darum, dass du dich dir selbst öffnest, deinem wahren Sein. Und wenn du dich deinem wahren Sein öffnest, dann öffnest du dich auch dir selbst, und dann kannst du alles annehmen, was in dir ist, und dann kannst du dich so lieben lernen, wie du bist, und dich so annehmen, wie du bist. Es geht erstmal nur darum, dich so anzunehmen, wie du bist. Du musst dich noch nicht mal lieben, sondern so anzunehmen erstmal. Das ist der erste Schritt. Und da, wenn du das geschafft hast, dann durchschaust du auch deine Spielchen, die du teilweise wahrscheinlich subtil machst, sonst wäre die Karte jetzt nicht hier unten. Das ist ja so ein bisschen auch das Unterbewusstsein. Und dann kannst du viel besser damit umgehen, mit diesen Spielchen, die du selber spielst, die du vielleicht auch dir selbst gegenüber spielst, nicht nur deinem Gegenüber. Und dann wirst du das immer mehr wahrnehmen und wirst es immer mehr auch, wie soll ich sagen, transformieren, wie auch immer, also ne, bearbeiten können. Und je mehr du bei dir ankommst, desto weniger machst du dann letztendlich diese Spielchen. Und desto mehr kannst du wahrscheinlich auch wirklich auch wahrnehmen, was dieser Mensch dir wirklich entgegenbringt. Ja, also es gilt jetzt wirklich hier zu gucken.
bei deinen subtilen Spielchen und bei deiner Selbstliebe, bei der Annahme von dir selbst. Und wenn du dich selbst angenommen hast und dann auch anfängst, dich zu lieben, dann brauchst du von außen auch eigentlich keine Liebe mehr als Bedürftigkeit, weil du dich selbst nähren kannst mit der Liebe, ja? Und das Gute ist, dann kannst du die Liebe, die auf dich zukommt, viel mehr genießen, weil du diese Bedürftigkeit ja auch nicht mehr hast. Weil du handelst ja jetzt subtil mit deinen Spielchen aus einer Bedürftigkeit heraus, dass du geliebt werden möchtest und dass du Verlustängste hast und dass du Angst hast, dass derjenige gehen könnte oder gar nicht erst zu dir kommt, ne? Das ist eine Bedürftigkeit. Aber wenn du bei dir selbst bist und diese Karte H ist emotional zumindest bei sich selbst zu sein und deine Träume kennst und deine Schatten und das alles auch annehmen kannst, und dich auch lieben kannst sogar, dann hast du nicht mehr die Bedürftigkeit, im Außen danach zu suchen, nach der Liebe, nach der Annahme. Und dann kannst du das, was dir letztendlich im Außen entgegengebracht wird an Liebe und Sympathie, ganz anders annehmen und wahrnehmen, als du tust, wenn du aus einer Bedürftigkeit heraus handelst. Und das wirst du dann merken, den Unterschied. Aber zuerst darfst du natürlich auf dich gucken. Das ist ganz wichtig, ne? Und dir deine subtilen Spielchen mal angucken. Auch hier möchte ich gerne von dem True Loving, Dingsbums, True Love, ach was auch immer, ein Orakel, eine Karte ziehen. Serendipity. Das heißt glücklicher Zufall oder sowas in der Art. Und für mich heißt es natürlich auch Urvertrauen, weil Worthiness, ja. Worthiness. Ich weiß gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Der Satz war noch nicht beendet, gell, Babes? Naja, egal. Also. Hier geht es darum, dass du eigentlich, ja, Urvertrauen, dass du das Vertrauen haben solltest, dass alles gut wird, wenn du eben, ja, wenn du dich so annimmst, wie du bist, würde ich jetzt dazufügen, weil das ist ja diese Legung. Das wird alles gut, weil du, guck mal, diese Frau ist im Flow, die fließt einfach so vor sich hin in ihrem Boot und sie weiß nicht, was hier hinter dieser Mauer, hinter diesen Steinen für ein tolles Paradies ist. Aber sie vertraut drauf, dass alles gut ist. Und sie fährt, obwohl sie nicht weiß, dass hier hinten alles gut ist, ja. Und voller Vertrauen. Und wenn sie dann hier einbiegt, dann sieht sie plötzlich, dass sie im Paradies ist, sage ich jetzt mal so übertrieben. Und genauso ist es auch mit dir. Du solltest ins Urvertrauen gehen. Du solltest vertrauen, dass alles richtig ist, dass alles gut ist. Auch wenn dir vielleicht mal nicht die Liebe entgegengebracht wird, so wie du sie möchtest. Ja. Und wenn du in der Eigenliebe bist, brauchst du das sowieso nicht mehr. Und die Worthiness-Karte sagt mir, dass du eben auch bei dir schauen solltest, dass du dich lieben lernen solltest, dass du dich deinen Körper wertschätzt, dass du dich als Seele wertschätzt, dass du dein ganzes Sein wertschätzt, so wie es ist. Und dann kommst du nämlich in die Selbstliebe und dann kommst du auch in die Authentizität. Und dann wirst du letztendlich plötzlich auch Dinge wahrnehmen. Dann öffnet sich hier die Tür und dann wirst du Dinge wahrnehmen, die du vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen hast, wie zum Beispiel diesen Ritter der Kelche, der dir ganz viel Liebe entgegenbringt. Ja. Und dann kannst du letztendlich diese ganze Geschichte auch super genial und aufrichtig und klar und neugierig und abenteuerlich und angebunden leben. Ja. Und das Commitment sagt mir noch, dass es ganz wichtig ist, eben auch aus dieser Bedingtheit rauszugehen. Ja. Commitment heißt für mich natürlich Beziehung. Ich hatte da eine kleine Auseinandersetzung neulich mit einer ganz lieben YouTuberin, die mich verfolgt, mit der ich im Kontakt bin, die gesagt hat, Commitment heißt auch Beziehung und nicht, was hatte ich gesagt, Verpflichtung hatte ich gesagt. Es heißt beides. Und die Karte sagt mir, dass du eben eine Beziehung nicht als Verpflichtung ansehen solltest. Also das als Bedingung, also die nur existieren kann, wenn man Bedingungen dran stellt und weil du handelst aus Bedingungen heraus, wenn du eben subtil Spielchen spielst, dann ist das aus einer Erwartung und aus einer Bedingungsgeschichte heraus, ja.
Und da darfst du dich jetzt von befreien und eine wahre Be Verbindung, eine wirklich ausgeglichene, authentische, achtsame Verbindung braucht keine Erwartungen und braucht auch keine Bedingungen, weil sie aus sich heraus gelebt wird. Und wenn du dir selbst wert bist, ja, wenn du dich selbst wertschätzt, muss ich doch wieder hier hoch machen, wenn du dich selbst wertschätzt, ja, so wie du bist, wenn du dich liebst, so wie du bist, dann kannst du auch Liebe und Verbindungen leben, ohne eben das als Verpflichtung zu sehen oder den anderen zu verpflichten, ja, dann geht das. Und dann siehst du plötzlich die Welt auch mit anderen Augen. Und da werden ganz tolle, glückliche Geschichten plötzlich auf dich zukommen, die du vorher gar nicht wahrgenommen hast, weil du vorher gar nicht den Blick dafür hattest, ja. Das ist nämlich das Potenzial, deinen Blick letztendlich zu öffnen. Ja, raus aus der Komfortzone letztendlich auch. Und das ist eine unheimlich schöne Legung. Du hast jetzt wirklich die Chance, bei dir anzukommen, rauszugehen aus deinen Spielchen, in die Achtsamkeit zu gehen und in die Authentizität. Und dann hast du wirklich die Chance, mit einem Menschen eine relativ bedingungsfreie und erwartungsfreie Liebe zu leben und die auch wirklich hier ganz wunderbar, ja, das ist das Ergebnis zu leben letztendlich. Das ist deine Legung. Wow. Und ja, wenn du hier ein Thema hast, dass du da nicht alleine klarkommst, das alles zu entwickeln, dann such dir einfach von außen eine Hilfe, eine Unterstützung, eine professionelle, vielleicht auch in Form von einem Coach oder von einem Seminar oder von Videos, die du dir vielleicht anguckst, ein Buch, vielleicht auch eine Therapeutin oder Therapeut, wenn es ein bisschen tiefer geht. Du darfst auch gerne mich anschreiben. Ich kann dir dann gerne noch eine Kartenlegung machen und dich auch beraten. Genau, andreawirk.com ist meine Webseite, da findest du meine Daten und WhatsApp, Telegram ist am liebsten, wenn man mich darüber kontaktiert. Ja, genau. Ich danke euch allen sehr fürs Mitmachen und ich wünsche euch allen alles Liebe. Tschüss.